2008 der Frontalangriff. Die Porsches unter ihrem Chef Wendelin Wiedeking wollen die Mehrheit von Volkswagen. In Wolfsburg bekommen sie es bei so viel Kraftmeierei mit der Angst zu tun. Niemand, und das sage ich ganz bewusst, niemand wird uns mehr aufhalten und daran hindern, die nächsten Schritte zu gehen, sofern wir das denn wollen. Zunächst profitiert auch VW. Die Aktie rast in schwindelerregende Höhe. Im Oktober 2008 ist VW knapp 300 Milliarden Euro wert. Ergebnis einer Manipulation? Doch dann der Crash. Noch heute beschäftigt der spektakuläre Porsche-Poker die Gerichte. Rechtsanwalt Andreas Tilp vertritt geschädigte Aktionäre und pocht auf Schadensersatz. Es scheint uns, dass sowohl Porsche als auch die Volkswagen AG seit Jahren eigentlich agieren, als ob sie wie eine kleine Klitsche geführt werden. Es sind Weltkonzerne, aber es sind familiengeführte Unternehmen, die Entscheidungen treffen, die Gesetze aus unserer Sicht bewusst mit Füßen treten. Damals triumphiert Piëch gegen die Porsches. Die hatten sich verzockt und auch nicht mit der Finanzkrise gerechnet. Am Ende wird Porsche von VW gerettet. Eine Demütigung für Cousin Wolfgang Porsche. Und verlassen Sie sich auf mich. Der Mythos Porsche lebt und wird nie untergehen. Danke.